Fakt ist so, da hat sie die Arbeit zu verrichten und hinten im Windschatten, vor allem mit Marit Björgen, ist jetzt ein leichter Vorteil. Braucht ein bisschen weniger Kraft und jetzt geht es so steil hinunter, eine enge Kurve unten, da muss man aufpassen. Und dann sind wir gleich im Stadion. Und dann gibt es ja Nummer 1, es gibt 4 Spuren hinauf, also es kann sich jeder eine Spur wählen. Und schieben, 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 schieben. Ja, da muss man Vollgas. Eieiei, das wird ein Zinssprint, Alois, das wird ein Zinssprint. Der Anstieg ist weiter, wenn wir schauen jetzt einmal, wenn du um 10 Meter verlierst, dann wird es auch schwierig, das aber in jetzt probiert es, schau, jetzt kommt Marit Björgen. Schau, jede. Jetzt kommt Marit Björgen einmal vorbei an Jörg, die ist jetzt ein bisschen in einer ungünstigen Situation, hinter Kowalczyk und seitlich eingesperrt, kommt jetzt nicht vorbei bei Björgen. Die Johak, wenn sie oben und hinten dran ist, ist das zu wenig. Also Johak kann es dann eigentlich auf Bronzeplatz setzen, weil sie auf der Zielgeraden aufgrund ihres geringen Körpergewichts einfach keine Chance hat. Oh, ist das spannend. Das war ein schnelles Rennen. Also kraftmäßig sind alle drei da jetzt ganz sicher schon am Limit. Und jetzt geht's. Björgen rechts und Justyna Kowalczyk links. Das ist die letzte Steigung. Wenn jemand sich absetzen kann, dann jetzt noch hier. Wenn es nebeneinander ins Stadion geht, dann wird es eine Sprintentscheidung geben. Johak ist weg. Johak ist weg. Es geht um Gold zwischen Justyna Kowalczyk und Marit Björgen. Wer ist die 30er-Königin hier in Lago di Tesaro im Val di Fiemme? Björgen hat schon 3 Goldmedaillen. Kowalczyk noch nicht. Und sie bleibt dran. Oh, ist das spannend. Auch in Vancouver die Entscheidung auf der Zielgeraden zwischen den beiden. Da war Kowalczyk besser. Jetzt bleibt Björgen im Windschatten. Jetzt sticht sie raus und es geht in die Zielgerade. Links Marit Björgen, rechts Justyna Kowalczyk und die macht das geschickt. Die drängt die Polin da fast ab. Hat jetzt die bessere Spur. Kowalczyk bleibt aus der Spur heraus. Will damit ein bisschen mehr Tempo machen. Links Björgen in der Spur. Björgen deutlich vorne. Es wird die 4. Goldmedaille für Marit Björgen, die es in einem Zielsprint entschieden hat. Jetzt kommt Kowalczyk nicht mehr nach, gibt auf, muss Silber noch ins Ziel retten. Die Langlaufkönigin von Val di Fiemme heißt Marit Björgen. Gold für die Norwegerin, Silber, wieder Silber für Kowalczyk und Bronze für Therese Johaug, die in den 10 Kilometern zugeschlagen hat. Hochachtung von Marit Björgen. Mitgelaufen, hat genau gewusst, sie muss auf die Ziellinie, auf die Zielgerade kommen. Da ist sie die Stärkste und hat wieder ihre Kraft ausgespielt. Michi, ich weiß, du hast gewonnen. Ich habe wirklich auf Kowalczyk getippt, aber es war schon klar, sie ist nicht mehr weggekommen. Sie hat einfach, sie war sich nicht sicher, vielleicht Justyna Kowalczyk. Sie hat einfach die Attacke spät angezogen. Ja, oder sie hat die Kraft nicht mehr gehabt. Sie hat gewusst, dass sie es mit dem Ski vielleicht nicht schafft. Nein, sie war nicht so stark heute, weil sonst hätte sie schon mehr das Tempo früh erhöht. Und noch immer nicht ist die Viertplatzierte im Ziel. Heidi Wenk, da kommt sie. Jetzt kommt Heidi Wenk, winkt noch einmal dem norwegischen Publikum zu. Es ist ja fast eine Heimveranstaltung für die Norweger hier. Auch gestern bei der Siegerehrung auf der Piazza dei Campioni in Cavalese. Fast nur Norweger dort, die hier das ganze Val di Fiemme in Beschlag genommen haben. Und Heidi Wenk wird Vierte. Super, schau, wer da hinten auftaucht, die Deutsche, Ergebnis. Nicole Fessel, Spitzenrennen. Bestes Einzelergebnis für die Deutsche. Aber super. Wir sehen hier die Spuren nebeneinander, 5 Spuren. Mhm. Da gilt es sich, eine Spur auszusuchen und wenn man vorne weg ist? Na, da war nur so, schau, sie sind praktisch heruntergekommen über den, bei der Durchlaufspur und es war kein Wegdrängen der Norwegerin, dass sie die Polin weggedrängt hätte. Sie sind nur auf die Zielgerade eingebogen. Das hat man zuerst nicht ganz gesehen und darum hat es ausgeschaut, wie wenn die jetzt praktisch noch einmal die Spur abschneidet, der Polin. Fakt ist, fair gewesen und die Beste hat gewonnen. Anna Haag wird 6. hinter Nicole Fessel. Schwedin schon mit 2 Minuten Rückstand. Also da sieht man, welche Langlaufwelt eigentlich hier zwischen Marit Björgen, Justyna Kowalczyk und Therese Johaug und dem Rest der Welt liegt. Gratulation, schau, Japan, Ishida, guter, ausgezeichneter 10. Platz. Gratuliere.
Ja, Nicole Fessel, bis jetzt ein 7. Platz im Skiathlon in Oslo. Das beste Ergebnis der Deutschen, den hat sie jetzt verbessert um 2 Plätze über die 30 Kilometer. Ja, von Anfang an, gell? Die Nicole, ein couragiertes Rennen, war von Anfang an dabei. Aber ich sage, die drei waren dann zu stark, aber trotzdem 5. hervorragend. Und da sehen wir noch einmal diese letzte Steigung. Schau, sie hat einen Glottbreak aufgrund ihres Körpergewichts vielleicht ein bisschen ein glatter Ski, kriegt den Wachs nicht mehr hin, rutscht aus, muss den Gretenschritt hinauslaufen und damit war die Chance weg bei Therese Johaug und auf der Zielgeraden. Es ist jetzt so, schau, da wechseln sie jetzt hinüber, nämlich auf die Zielgerade. Ja. Und eines ist Marit Björgen mit diesem Sieg jetzt gelungen. Es gibt keinen anderen Menschen, der so viele Medaillen bei einer nordischen Weltmeisterschaft gesammelt hat wie sie. Diese Goldmedaille ist insgesamt 19. Medaille für Wahnsinn. Sie bei nordischen Weltmeisterschaften. Damit hat sie jetzt endgültig auch Galina Kulakova abgehängt. Ihre 12. Goldmedaille, jetzt fehlen ihr nur noch 2 auf Jelena Welbe. Dann hat sie auch die Russin eingeholt. Ja, die wird es wahrscheinlich auch noch einholen, weil sie ist einfach die kompletteste Langläuferin. Hohes Stehvermögen, hohe Ausdauer und was halt ganz entscheidend ist, wo wir es heute wieder gesehen haben, die Sprintfähigkeiten. Gell? Das ist sensationell. Sprintweltmeisterin und Weltmeisterin über 30 die längste Kilometer. Distanz über die 30. Gewaltig. Ja, und Heidi Weng, muss man sagen, für sie ist es eine mehr als gelungene erste Weltmeisterschaft. Die ist Weltmeisterin geworden im norwegischen Team, gemeinsam mit Therese Johaug, Christine Störmer-Steyr und Marit Björgen, hat die Bronzemedaille im Skiathlon gewonnen und jetzt den 6. Platz. Da sehen wir sie noch einmal zusammen. Therese Johaug links, Christine Störmer-Steyr. Ja, und bei diesen Temperaturen und dem Sonnenschein, kann ich schauen, wegen Damen, die Norwegerinnen oder die Schwedinnen genauso. Oft am Gletscher, oben wenn es warm ist, laufen die mit kurzer Hose, nur mit einem Oberteil, einem knappen Oberteil laufen sie. Die nutzen die Sonne, weil oben ist sie oft kalt in Skandinavien und finster und dunkel. Aber wie schnell, nur ein paar Minuten nach dem Zieleinlauf. 30 Kilometer, der Körper wird bis an den Anschlag beansprucht. Sind die schon wieder so relaxed und so locker, dass das überhaupt möglich ist, sich so schnell wieder zu regenerieren? Die Müdigkeit kommt später. Also jetzt ist jeder mal froh, endlich das Rennen geschafft zu haben. Alle sind zufrieden, gute Platzierungen. Die Medaillengewinnerinnen sind extra zufrieden. Aber dann am Abend, dann werden sie schon müde. Dann werden die Beine schwer, weil dann kommt einfach das Laktat, die Milchsäure wirkt nach. Du bist verspannt einfach. Und sich das sowieso keine Meter zum Auslaufen, zum ein bisschen wieder zum Regenerieren, gleich zur Pressekonferenz, Flowerzeremonie, Siegerehrung, Dopingkontrolle. Von dem her, das sind sauber heute auf die Nacht. Aber es wurscht, weil jetzt die WM für diese Damen für die Damen vorbei ist. Jetzt haben wir noch die beste Italienerin gesehen, die Martin Dobranin, gerade ins Ziel gekommen. Übrigens 17. Platz für Aino Kaiser-Saarinen, die am Anfang noch so gut mit dabei war. Charlotte Kaller, 11. Christine Steirer-Störmer. 9. in der Endabrechnung.